Hallo und herzlich willkommen zurück bei den Amüsiertabletten mit eurem Crunch Cow. Und wir tauschen hier mal Sobiech raus. Husogai darf mal wieder rein. Plattenhardt ist eigentlich wieder fit. Werden wir mal bringen für Öztunali. Wobei Öztunali auch ruhig mal für Ronny kommen kann. Der ist ja auch eigentlich dafür da, dass er das spielt. Ich hätte ganz gerne Husogai mal wieder für Stark drin. Raman vielleicht für Kalou. Die sind gut drauf. Weiser. Nee, Weiser kommt später, um die noch ein bisschen abzusichern. Mbolo kommt für Kalou rein. Die können wir gegebenenfalls nochmal ausprobieren. Ja, ich weiß, die Chance, dass sie sich verletzen, ist da. Ich würde es aber ganz gerne mal probieren. Ich habe es noch nie probiert, wie sich das eventuell dann auswirken könnte. Husogai ist bei uns eine relativ gute Instanz, wenn es darum geht, Tore zu schießen. Warum sehe ich die Anzeige unten nicht? Ja, läuft bei dir, FIFA. Läuft bei dir! So, jetzt sehe ich sie. Will ich jetzt aber auch nicht mehr sehen, weil jetzt will ich spielen. Hi there, everybody. Martin Augsburg. Tyler with you. Alan Smith is Ein also sehr joining me today. And it's a game unangenehmer Gegner, also that's very zumindest habe ich es noch im anticipating Kopf. England, I think, Ich Alan, auch, for the ne? Bundesliga. Da ist erstmal ein Spieler Looking forward hingefallen, vielleicht doch nicht so unangenehm. Brandt to klärt hier schon mal den Ball weg. this is their team with the way this manager likes to play. Back four is going to sit pretty much in place and the two in midfield as well. Yeah, that defensive two won't be going. Und Hoso. Nee, Quatsch. Korea. Schon wieder. Erinnert ihr euch noch an das frühe Tor im letzten Spiel? Das war jetzt genauso gut. Schön in den Lauf gespielt, den Ball durch die Beine laufen lassen und hier genauso wieder an den Innenpfosten gezimmert, das Ding. Sonst spielt Korea ja gerne mal gegen den Torwart. Hier haut das Ding wieder an den Innenpfosten. 0-1. Und das Ganze resultierte eigentlich aus einem Ballverlust. Wow. Das war auch mal ein Seitenwechsel, der nicht schlecht war. Ja, komm, Foul gegen mich oder was? Der rennt mir in die Hacken und er kriegt den Foul auch noch. So was. So was. Ich rieche Wettbetrug. Oh oh, der war zu weit. Oh, aber der war auch nicht gut gemacht. So, Brandt kann den Ball da ruhig nehmen. Mit Husogai gespielt. Husogai lässt den erstmal aussteigen. Läuft bei ihm. Boah. Wäre abseits geworden. Und Daria! Wunderschön durchgesetzt. Standbild macht mir gar nichts, weil, ey, mein Gott, ich fühle jetzt gerade wieder 0-2. Alter Falter! Ja, läuft bei uns. Eieiei. So kann es gehen. Diese frühen Führungen geben mir immer ein bisschen Sicherheit in meinem Spiel. Ich habe keine Schwierigkeitsgradeinstellungen verändert. Ich habe nichts anders gemacht. Ich habe nur ein bisschen Geduld aufwarten lassen im Spielaufbau. Und vielleicht auch hier mal ein bisschen Körpereinsatz mehr. Und wir haben einen Schmeichel. Das hilft auch immer. Schmeichel hält richtig gut bei mir. Ich weiß nicht, wie er sich in anderen Sachen entwickelt. Und jetzt laufen, laufen, laufen. Boah! Wie? Wie, Moment, das war kein Foul. Ich fasse die Welt hier auch nicht mehr, ey.
his first touch and fired a half volley into the top corner. 22 minutes played, 1-0. Boah, Schmeichel! Boah! Oh, und da war... Wer war das? Ich weiß es nicht mehr, aber jetzt gibt es erstmal eine gelbe Karte. So. Für uns alles okay. It's been scored by Freddy Montero. It looked as though the keeper might have had it, but the looping shot came down behind him under the bar. 28 minutes played, 1-0. Ah, das war nix. Das wäre auch echt übel geworden, wenn wir da den Ball abgeluchst hätten. Ja, Schmeichel auch hier wieder gut dabei. Ja gut, dann geht Hosogai halt durch. Ah, okay. Ja, hier haben wir unter Druck gesetzt. Da habe ich mal einen Spieler rangezogen. Alexander Esswein. Hossegar. Goal news from Mönchengladbach. It's a goal for Schalke. It's been scored by Klaas-Jan Huntelaar. Lovely turn on the edge of the area. Ja, das war ein fairer Zweikampf. Das war diesmal fair genug, ja. Muss ich auch zugeben. Well, many thanks, Alan McAnally, keeping us up to date as usual. Ja, die Torwarte. Ich habe das Gefühl, die Torwarte spielen nicht mehr so wie vorher, so komische Bälle, sondern schon klare Bälle. Ey! Echt mal, mich da so umzuhacken. Gut gemacht von Adlung, der das Foul gezogen hat. Schön gemacht vom Brand. Na? Das wäre interessant geworden. Ach, vorbei die erste Halbzeit. 0-2 in Führung. Das liest sich gut. Das fühlt sich gut an. Da können wir auch weiter drauf aufsetzen. Jetzt müssen wir halt auch gucken, dass wir, wie so üblich, nicht in der zweiten Halbzeit anfangen abzubauen, nenne ich es jetzt mal. Dass wir da nicht wieder in so einen alten Trott rein verfallen. Wechseln müsste ich eigentlich noch nicht, wobei ich jetzt ganz gerne mal Plattenhardt für Adlung bringen würde. Einfach mal, um das zu testen. Und außerdem können wir dann dem eventuellen Freeze vorbeugen, den wir hier haben. Ich habe herausgefunden im Übrigen, dass dieser Freeze auch dadurch kommen kann, dass der PC schon zu viele Sachen verarbeitet hat. Ich habe davor schon den PC lange angehabt, ein paar Spiele gespielt, so für mich. Und wenn ich den PC neu starte, habe ich ein flüssiges FIFA-Erlebnis für eine ganze Zeit. Aber es kann also sein, dass der einfach seinen Datenspeicher voll frisst, keine Ahnung. Irgendwas auf jeden Fall passiert. Na, hätte auch anders ausgehen können. Nicht schlecht von Davide. Boateng holt sich in den Ball. Pekarik. Na, die Idee war da. War abseits. Ah, das wusste ich jetzt nicht. Das hatte ich jetzt nicht so vermutet.
That's a good performance, isn't it, Alan, from him in the first half? Ich glaube, Zubiech stand da gerade vorne und hat da einfach mal den Kopf hingehalten. Was ja auch gar nicht schlecht war in dem Fall. Plattenhardt. Gut gemacht, hier den Ball zur Ecke zu klären. Schon zweimal beteiligt bei guten Aktionen. Ah, da war ich zu egoistisch. Da hätte es jetzt auch schon 3-0 stehen können. Wow, 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 Keeper, geh weg. Ha? Das war so nicht gedacht. Aber Zubiech radiert den Fehler aus. Oh. Ja, Schmeichel kommt da gut ran. EA Sports, we've got presentation of the Bundesliga fixture. Augsburg, they'll be facing Werder Bremen. Here's the shot, and full extension. Ah, nicht schlecht. Ja, falsch gestanden. Ah, und Arida hat die Möglichkeit, hier einen Schuss zu setzen. Ja, der Ball wäre wahrscheinlich aber eh nicht durchgekommen. Wir stehen relativ günstig in der Verteidigung. Real good contest between these two as they jostle for possession. Ja, Brandt steht da nicht gut. Also steht nicht gut zum Ball, so rum. Oh! Das war eine gute Rettungstat. Der wäre sonst, glaube ich, ganz oben im Winkel eingeschlagen. Und... einen anderen angeköpft. Ja, auch hier sind wir nicht richtig gut rangekommen. Holen wir Embolo für Raman rein. Und Gaudino für Hosogai. Damit auch die jüngsten Spieler noch ein bisschen Spielpraxis abbekommen. Oh! Da hatte Tah eine gute Chance, hat sich da auch gut aufgestellt. Carlsen Bracke. 5 Shots, 4 on target for Augsburg. Well, it's been a great example of the forwards particularly keeping their eyes on the ball. So, gucken wir mal, wie wir jetzt hier am besten umgehen mit der ganzen Chose. Nee. Brandt hat hier gut zwischengehauen. Aber es hat nicht gereicht, um da noch weiterzukommen. Tor! Ja, okay. Ja gut, das wird aber auch die letzte Chance hier gewesen sein. Hier wird jetzt nichts mehr weiter geben.
Ich denke, es wird jetzt abgepfiffen, das Ding. Hat ja auch keinen Zweck mehr irgendwo. Boah! Embolo darf auch nochmal draufhauen. Und hier war das, glaube ich, von Tah. Wenn ich mich nicht irre. Ja, das war's. Das war's. Wir sind hier weit drüber. Über die Zeit. Wir gewinnen 0-2. Wieder mit zwei doch sehr frühen Toren. Und Hosogai hat natürlich ein gutes Spiel gemacht. Das gefällt mir irgendwie an ihm. Er ist flink, er ist schnell. Er kann was. Spielerentwicklung, nächstes Spiel steht auch schon wieder an. So, auf jeden Fall unser Torwart. Das darf nicht fehlen. Fangsicherheit müssen wir auch mit ihm ein bisschen trainieren. Und dann nehmen wir noch Gaudino. Machen auch mal wieder was mit dem. Wir haben jetzt schon sehr viele Spieler mit viel Potenzial, die wir alle natürlich dann beim Training nicht so vielleicht, ich nenne es mal, richtig trainieren können. So, als nächstes steht schon aus Monaco an. Mitchell Weiser möchte spielen. Plattenhardt sollte spielen. Okay, also die haben schon Ansprüche. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Euer Crunchcore sagt danke. Bis dahin, haut rein. Ciao.